draußen und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Aufnahme, nächsten Schrägstrich, nächsten Folge von The Evil Within. Und wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, als ich aufgenommen habe. Dementsprechend muss ich mich ein bisschen wieder einfinden. Aber ich versuche jetzt wieder regelmäßig aufzunehmen und dann das alles hinzukriegen. So, und ich hoffe, man hört die Tastaturanschläge nicht zu doll. Ich habe auch die Kinofunktion weggemacht, also die schwarzen Balken, weil ich finde es so besser. So, Zielen war hier, was war eh nochmal? Q war Licht an, Licht aus. X war nichts, Y war auch nichts, C war... Ah, okay. Schnellzugriff kann ich festlegen, siehst du? Das wollte ich. Super. Schnellzugriff schon mal funktioniert, super. So, wir müssen jetzt halt weitermachen und schauen, was hier passiert ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich erstmal hier schnell was umschalten sollte. Perfekt. Und zwar, dass hier Blut ist. Was nicht gut ist. Also, wenn jetzt irgendwas explodiert, würde ich schon sagen, irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich schaue mich einfach mal um. Vielleicht sehen wir hier noch ein bisschen von dem grünen Schleim. Wo wir gerade hier die Flasche gefunden haben. So. Ja, und zur Info, ne? Falls die Lichtverhältnisse jetzt nicht passen, ich muss sagen, es ist 5 Uhr, also kurz vor 6 Uhr in der Früh. Ja, es ist dunkel und ich mache hier kein Licht an, weil damit ist für mich das Ganze gruseliger. Dementsprechend, sorry, aber ich sollte eigentlich reichen, was mir die Bildschirme, beziehungsweise die Bildschirme an Licht spenden. Ach so. Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus, 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 Krankenhaus! Verdammt nochmal. Krankenhaus. Ich bin behindert. Bin ich nur behindert oder tue ich eigentlich nur so? Das war jetzt... Ich weiß, das ist eine Falle, aber ich drück auf W zum Gehen. Ich mach's halt. Ich bin behindert, ne? Oh, Mann. Ich bin behindert, Mann. So, F war höchstens zuschlagen. Schön, dass ich das weiß. Sprinten, umschalten. Ach so. Ja, ich glaube kaum, dass ich verletzt sprinten kann. Naja. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Nahe, neben Leichen und Gegner gibt es noch weitere brennbare Dinge. Okay. Was ist C? Streichhölzer. Und dann zünden wir den netten Kerl an. Warum? Naja, weil wahrscheinlich sonst sich verwandelt und dann uns angreift. Hier waren wir schon. Ich weiß es. Wetten wir, ich kann das anzünden? Wenn nicht, ist es Betrug. Ich drücke C. Inventar. Inventar. Das ist ja nicht mein Inventar, oder? Inventar ist ja... Doch. Also kann ich nur... Okay, nur Dinge verbrennen, die er mir anzeigt. Gut zu wissen. Kann man nicht aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin oder dann geht's nicht. Doch, da kann man doch rein.
Letters. Das haben wir schon gespielt, dieses Stückchen, ne? Naja, sorry, daran hat das Spiel wahrscheinlich nicht gescheit gespeichert. Und wenn nicht, dann halt nicht. So ist das da. Das lese ich jetzt nicht durch, weil ich glaube, das habe ich schon gelesen. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Hier wird, glaube ich, jetzt erklärt. So, okay. Sorry für das erneute Dingens hier. Ja. Ich bin erleuchtet worden. Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand. Schon wieder? Dann waren wir jetzt gerade erst hier. Also, das heißt, egal. Egal. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Ach, hier kann man sparen. Aha. Einfach mal speichern. 1200 Schleiben, nenne ich es jetzt mal. Bis es wieder weiß, was das heißt. Haben wir. Und dann können wir uns praktisch upgraden. Waffen können wir upgraden. Lebensanzeige, Waffen und Schaden. Ist alles Stufe 1. Kostet alles sehr viel Punkte. Reserve, Granaten, Streichhölzer. Ja gut, 5 Streichhölzer dürften reichen. Nee, wir lassen es mal. Sparen uns die Punkte auf, eher für Lebensanzeige, also höheres Leben und sowas, weil ihr seht ja, ich renne ja auch mal gerne in die Minen rein, obwohl es offensichtlich ist. Was? Nicht schlecht ist für unseren Kerl. Ja, ruh dich aus, Opa. Aber wir dürfen ihn nicht hetzen. Er hat ja viel durchgemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem durch Spiegelreisen. Super gut. So, jetzt mal die Waffe beziehen. Ich glaube, wir rennen in die richtige Richtung. Ja. Achso. Jetzt müssen wir uns verstecken. Also spielen jetzt Hide and Seek mit Zombies. Warum kann ich nicht zielen? Schleichangriff. Steuerung und Leertaste. Siehst du? Ah! Der wollte mich des Spiels verarschen. Kann so schlecht so hingehen. Vor die Nase. Das wäre ja nicht mal schleichen. Das Problem ist, die Kamera lässt sich gerade nicht justieren. Der sieht mich doch da. Ich würde jetzt keinen Schleichangriff machen. Ah, er schleicht jetzt so rum. Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen was verloren. So. Also ein bisschen was von seinem Magen. Sieht jetzt aber nicht kritisch oder schlimm aus. Geht noch so, ja. Kann man leben. Wenn es geht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schleich, ich hab doch, ich hab Steuerung und, willst du mich verarschen, ich hab Steuerung und Leertaste gedrückt. Und Leertaste. Ah, ich verschwende keine Munition für dich. Shame on me. Ja, aber Nag und Waffe und macht doch Schaden. Wenn ich in echt jemanden so peng, dann... Macht es Aua.
Aber habe ich nicht mehr eine Scheiß. Ich muss jetzt mal die Tasten durchdrücken. Ja, F. Mehr habe ich hier anscheinend nicht im Inventar. Ich sehe es schon, wenn. Ja, aber F ist V. Also, ist es im Inventar? Doch, es ist im Inventar. Ja, gut, dann halt nicht. Leben ist zwar ein bisschen niedrig, aber. Komm schon. Egal. Komm, ich will jetzt raus hier. Schnell. Wir müssen jetzt den Kerl umbringen. Oder wir können ja einfach in der Hinsicht schnell hinrennen, wenn der an seiner blöden Tür rumklopft. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Sollte ich machen? Ich sollte mich aber auch ausruhen. Ja? Weil sonst bringt mir das nichts. Das heißt, ich ruhe jetzt mich schnell aus. Gehe ganz langsam hin. Also er sagt mir jetzt Steuerung. Oh, ich drücke Steuerung. Ah. Jetzt geht's auf einmal. Ja, jetzt wird er erstmal verbrannt, der nette Mann. Brennen. Wie ging das Lied so? Sonne, Mond und Sterne und meine Laterne brennt und so? Naja. ja. Sollte vielleicht leer das. Und ich hoffe ja, das muss ich nur voraussagen. Ich hoffe, es kommen keine ekligen Jumpscares vor. Weil die sind richtig mies. Kletter über Hindernisse. Also wir sind jetzt noch im Tutorial. Ziemlich am Anfang. Wo will denn unser lieber Freund hin? Wo will denn hin, der Wildfried? Ich nenne jetzt Wildfried. Geht die Tür vielleicht auch auf? Ich müsste sie aufmachen. Wildfried. Oder nennen wir ihn Gottfried. Ist noch besser. Gottfried. Was macht denn Gottfried da? Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Geh nicht weiter. Der sieht aus wie der von Gran Torino. Heißt er nicht Gran Torino? Ich weiß es nicht. Was ist das jetzt? Ja. Ganz normale Sache. Die darf ich jetzt irgendwo hinwerfen. Und das so schlau war. Ich muss zur Tür, habe ich recht? Kann ich den nicht einfach umbringen? Fuck, fuck, der sieht mich. Ach, hier sind mehrere Flaschen. Das ist gut. Erstmal zur Hälfte raus. Ja. Psst. Pass auf. Was ist der andere? Ich bin nicht da. Ich habe Probleme mit der Kamera. Ich würde gerne einen Schleichangriff machen. Aber mit Bewegen haben sie halt nicht. Oh, das war knapp. Ja, aber ich weiß nicht, wo der anders ist. Oh, da war er. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ihr werdet euch bestimmt denken, hey, geh doch einfach darüber hin. Ich muss es sehen. Ja, der Typ ist jetzt da. Wie soll ich denn darüber? Ich wundere es, dass man mich eigentlich so nicht sieht. Egal. Also hier ist der Typ. Der kommt ja ganz schön nah.